Viele Menschen in Deutschland, insbesondere in den Städten, haben Angst, dass sie sich ihre vier Wände bald nicht mehr leisten können. Bezahlbares Wohnen war der politische Schwerpunkt in meiner Arbeit. Vor exakt 4 Jahren bin ich Staatssekretär im Umwelt- und Bauministerium geworden. Mit der Unterstützung und dem tatkräftigen Einsatz von meiner Ministerin Dr. Barbara Hendricks ist es gelungen, gerade auf diesem Gebiet unheimlich viel zu bewegen. Wir haben die soziale Wohnraumförderung, also das, was bezahlbaren Wohnraum, was mehr sozial gebundene Wohnung schafft, nicht nur verdoppelt, wir haben es verdreifacht von 500 Millionen auf 1,5 Milliarden Euro. Wir haben das Geld, das Menschen hilft, die hart arbeiten, aber sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können, weil die Mieten zu teuer sind, also das Wohngeld um 40% erhöht. Die Städtebauförderung wurde von Schwarz-Gelb zusammengestrichen. Dank der SPD und auch dank den Verhandlungen, die ich geführt habe zum Koalitionsvertrag, ist es gelungen, die Städtebauförderung mehr als zu verdoppeln. Besonders viel Freude hat mir gemacht, ein eigenes Bundesstädtebauprogramm einzuführen. Premiumprojekte des Städtebaus sind in vielen Teilen Deutschlands ganz erfolgreich bezuschusst worden. Ich konnte in Bamberg, in München, in Nürnberg, in Eckenfelden, in vielen, vielen anderen Städten Bayerns, Deutschlands dafür sorgen, dass ganz tolle Projekte realisiert werden konnten. Mir ist es gelungen, in den Koalitionsverhandlungen die Mietpreisbremse durchzusetzen. Sie wirkt, aber sie muss noch verbessert werden. Und was noch dazu kommt, was wirkt, sind die Maklergebühren. Bisher war es so, dass in angespannten Wohnungsmärkten oft die Mietsuchenden auch noch zusätzlich 3 Maklergebühren aufs Auge gedrückt bekommen haben. Und das war unfair, das war ungerecht. Ich habe dem Grundsatz, wer bestellt, bezahlt, zum Durchbruch verholfen. Und diese schäbige Regelung, die gibt es nun nicht mehr. Ich habe mich außerdem gekümmert um den Bereich Wasser, Hochwasserschutz, gerade in meiner Heimat Niederbayern. Mit den Starkregenereignissen oder auch mit dem Hochwasser an der Donau ist deutlich geworden, welch großer Handlungsbedarf da ist. Und wir haben die Mittel des Bundes für den Hochwasserschutz auch um ein Vielfaches gesteigert, um das Leben der Menschen sicherer zu machen. Auch habe ich mich um den Bereich Abfall und Recycling gekümmert und mit einem neuen Verpackungsgesetz einen Beitrag dazu geleistet, dass die Recyclingquoten höher sind und dass weniger verbrannt wird, dass wir mehr Wertstoffe zurückholen und wiederverwenden und damit nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch zur Schonung der natürlichen Ressourcen und der natürlichen Grenzen unserer Welt geleistet. In den letzten 4 Jahren war ich zum ersten Mal in meinem politischen Leben nicht nur Abgeordneter, sondern auch Mitglied der Bundesregierung. Und ich hatte das Gefühl, dass ich viel mehr gestalten und verändern konnte, Positives bewirken konnte für die Menschen als in den vielen, vielen Jahren zuvor. Das hat mir viel Spaß gemacht. Deswegen herzlichen Dank an alle, die das mit unterstützt haben, insbesondere meine Ministerin Dr. Barbara Hendricks, die hier unheimlich sich engagiert hat auf all diesen Gebieten und die viel durchsetzen konnte. Ich freue mich über die Erfolge, aber ich weiß auch, dass es noch eine ganze Menge zu tun gibt in den kommenden Jahren. Die Mietpreisbremse zum Beispiel zu verbessern, noch mehr sozialen Wohnungsbau zu betreiben und noch ein paar gute Ideen zu entwickeln, wie wir zum Beispiel auch Stadt und Land im Gleichgewicht halten und eine liebens- und lebenswerte Heimat für alle Menschen vor Ort schaffen.